So, meine Damen und Herren, da ich nun endlich 10 Videos abgeschlossen habe, 5 Videos für WWE 2K22 die PSP-Version und 5 Videos für WWE 2K22 der PS5-Version, wo ich immer zurück zum Menü gehe, kommt jetzt ja der Start in die zweite Playlist der WWE 2K22 Playlist, und zwar der Showcase-Modus. Soweit ich gesehen habe, soll der Showcase-Modus nicht unbedingt so lang sein. 12 Matches, glaube ich, nur. Wie gesagt, wir sind jetzt immer noch in Early Access. Wie gesagt, alle Folgen, die in der normalen WWE 2K22 Playlist sind, von der PS4 und der PS5, wurden alle am 8. März aufgezeichnet, einmal kurz nach Release. 4 Folgen und dann halt jeweils, also jeweils die ersten 4 Folgen und die jeweils 5. Folge mit den Charaktererstellungen war dann heute Nachmittag oder späten Nachmittag. Jetzt haben wir immer noch 8. März, allerdings jetzt 22:37 Uhr, wo wir jetzt den Showcase-Modus machen. Also wie gesagt, hier noch im Early Access sieht auch noch die Version 1.04 ist immer noch geblieben, und da ich auf der Konsole aufzeichne, habe ich das total vergessen, dass die Entrance-Musiken gar nicht mehr aufgezeichnet werden. Ja, das heißt, ich hätte mich eigentlich gar nicht in den Matches überhaupt stumm schalten müssen. Aber ist das halt so. Weiß aber auch nicht, ob das. Wo war denn das? Nee, Content-Controller-Modus ist ja aus. So. Was, wo war denn das? Wasserzeichen ist ja auch was anderes, aber. Alles ist eigentlich auf eingestellt. Halten im Minispiel. Wer das Problem kennt, warum die Entrance-Musik nicht aufgezeichnet werden, da kannst du mir gerne mitteilen, weil ich glaube, auf der. Also zu WW20 habe ich, glaube ich, auch auf der. Weiß ich gar nicht, habe ich da auf der Elgato aufgezeichnet oder auf der Konsole direkt? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber egal. So muss ich mich dann nicht drum kümmern wegen GEMA-Geschützinhalte. Aber auf jeden Fall gehen wir hier erstmal in den Showcase. Nebenbei die PS4-Folgen habe ich gerade schon alle bearbeitet. Ich bin jetzt gerade dabei, die PS5-Folgen zu bearbeiten. Und dann, wenn die PS5-Folgen durch sind, werde ich die PS4-Folgen schon hochladen und im Anschluss in die PS5-Folgen hochladen, solange ich hier noch im Showcase-Modus drinnen bin. Das heißt, in den nächsten 2 Tagen sollten einmal die insgesamt ersten 10 Videos schon mal öffentlich sein bezüglich der PS4, PS5-Version, je zu 5 Folgen. Also auch nicht, wenn jeweils die Folgen vom Inhalt her den gleichen Inhalt haben. In a universe populated by monsters, giants, and larger than life beings, I was determined to find my own path to the top of the mountain in sports entertainment. I wasn't gifted with superhuman size or strength, but I did have an insatiable thirst to learn, the physical gifts to take to the air, and an uncle who was more than happy to give me the tools needed to become one of the greatest competitors to ever lace up a pair of boots. Starting my career in Mexico, I'd be known first as La Lagartija Verde, which means the green lizard, and Colibri, hummingbird. Still a teenager, I would eventually earn the highest honor from my uncle, as I was officially crowned Rey Mysterio Jr. I would take everything I had learned from my uncle and make it all my own. I would bring Lucha Libre to the world stage. I would make cruiserweights as popular as our heavyweight counterparts, and I would prove that a cruiserweight could win it all.
as long as they were given the opportunity. I would arrive in America, first stopping in ECW, before garnering the attention from the top people at WCW, who quickly signed me to a contract. With my foot in the door, it was just a matter of time before I took over the world of sports entertainment. Every step, a battle. Every opponent, a new face who felt they were superior to me. Every match, giving me a new objective to strive to meet. Should I try to weaken their legs? Throw all of my aerial techniques at them? Maybe surprise them with some defensive lucha libre? Take it to the outside? Show off my newest move? By the time I got to the ring, I always had a little mental list of things I wanted to try in order to win. And with every victory, I got another reminder that the best was yet to come. After winning WCW's Cruiserweight Championship, Cruiserweight Tag Team Championship, and the World Tag Team Championship, I would finally head to WWE to further build my legacy. In the near 20 years since I debuted in WWE, I have become known as quite simply the greatest luchador in sports entertainment history, the greatest mass superstar of all time. Rey is the king. Having competed against every big name possible and having defeated nearly everyone that stepped in my way. Not every road is paved with gold, and mine was no different. But even when the road gets challenging, there's always opportunity. The opportunity to learn from mistakes, to grow as a competitor, and to get better. I may not have had my hand raised every time out, but there's never been a time where I didn't leave the ring better than when I entered. Ja, Mann. Bombos. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er die Musik aufzeichnet. Falls die Musik aufgezeichnet wird, ihr mich aber nicht reden hört, wenn ihr das Bild seht, weil ich das gleich vorlese, werde ich das entschuldigen, aber gehe gleich noch drauf ein. Auf jeden Fall willkommen bei 2K Showcase Rey Mysterio. Du arbeitest dich zu den besten Belohnungen vor, indem du Ziele abschließt. Matchbelohnung erhältst du, indem du das Match gewinnst. Zielbelohnung erhältst du, indem du alle Ziele der einzelnen Matches abschließt. Durch das Abschließen aller Ziele in jedem Match wird außerdem das letzte Bonus-Match freigeschaltet. Bambonus. Ich sage einfach nur Bambus. Ist natürlich jetzt blöd, dass die Kackmusik jetzt einfach hier durchläuft. Leicht. Kann ich die Musik nicht einfach ausschalten? Also seht ihr oben, wir haben die Zeit 97 bis 2005, 2006 bis 2009, 2009 bis 2011, 2019 bis 2020 und insgesamt seht ihr darunter, wie viele Matches in dem Zeitraum sind. Das sind 3, 6, 9, 12. Ich würde gerne die Musik ausschalten, aber geht nicht. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Musik jetzt... Aber eigentlich darf die Musik gar nicht mit aufgezeichnet werden. Okay, da kommt die nächste Song. Auf jeden Fall starten wir im Bereich 97. WCW Cruiserweight Championship Rey Mysterio Jr. vs. Eddie Guerrero. Guerrero geht alles, um sich den Titel zurückzuholen. Das Match Maske vs. Championship entwickelt sich zum absoluten Klassiker. Dieses Match starten. Vamos! The memories behind the infamous match of Halloween Havoc 1997, which I truly believe is a match that put me on the map. I was a big fan of Eddie growing up, so to be able to forward all these years and then eventually share the ring with him was incredible. It was an honor for me to face one of the Guerreros.
Overall, that match was highly important for me. The fact that I could become Cruiserweight Champion that night and defend my mask, not have to be unmasked. You know, that was something that was really in the back of my mind. I just didn't want to go through that. They were trying to take off every luchador's mask one by one, and I was on the list. So you could only imagine the stress that had built up. And for us, luchadores, it's a very prized possession. You know, this is something that I've carried since 1992. We both know, Eddie and I, what the mask means to us that carry it. So he knew what was at stake. I would never give him the satisfaction of taking my mask. Never. Never ever Maske verlieren als Mexikaner. Das ist schon eine richtige Demütigung für Mexikaner. Wie gesagt, das ist die PS4-Version. Und ich erstaune gerade selber, wie hammermäßig das jetzt gerade aussieht für mich auf der PS5 gespielt, wie gesagt, die PS4-Version. Und das Spiel läuft, glaube ich, nicht nativ in 4K. Also nicht nativ in UHD. Und auch, glaube ich, nicht mit HDR 10+, was mein Fernseher alles unterstützt. Mein Fernseher unterstützt ja UHD-Auflösung. ...3840x2160 mit 60p bei HDR 10+ UHD. Aber das Spiel ist, wie gesagt, die PS4-Version. Digi, allein schon dieses, wie gesagt, ich muss jetzt X drücken, allein schon dieses, ich sag jetzt mal, dieses Standbild, ne? Allein schon die Wrestler-Figur von Eddie Guerrero im Vordergrund hier unten rechts. Natürlich kann ich jetzt nicht beurteilen, wie dieses nach dem Bearbeiten ausschaut. Beziehungsweise beim nachher auf YouTube. Ich werde das, kann ich jetzt schon mal so sagen, wie gesagt, die 10 Videos, die ich jetzt hier voraufgezeichnet habe, also vielmehr jetzt auf der, jetzt beide Versionen PS4 und PS5 zusammengezogen, die 10 Videos, sind jetzt wie hier ganz normal in das 1080 MPEG 4 Format aufgezeichnet, aber in 27 bearbeitet. Eventuell, ich werde mal hier vom Showcase später mal eine 4K-Datei bearbeiten und einmal in WQHD, einmal in 1080 und einmal in 27, damit ich mal dann gucken kann, wie die Unterschiede denn sind, weil ich muss ja den minimalen Verlust berechnen, den es bei YouTube auch noch gibt, weil wenn ich bei YouTube hochlade, tut das YouTube auch nochmal bearbeiten im Hintergrund, denn und fristen auch nochmal ein bisschen von der Qualität. Deswegen gucke ich im Vorfeld jetzt speziell nur für den Showcase, welches Format dort am besten ist. Und wenn die Quali nachher auf WQHD oder auf 4K die beste ist, die ich besser finde als in 27 oder 1080, dann wird, wie gesagt, der Showcase dementsprechend durchgängig in dem Format gemacht. Natürlich ist dann auch, wenn ich jetzt in 4K umwandle, natürlich auch die anderen Formate darunter in 1440, 1080, 27, 60 und noch Dinge natürlich auch dabei sein. Aber ich muss vorher gucken, weil ich will euch jetzt nicht versprechen, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt dieses Format in 4K oder sowas. Das will ich euch hier nicht versprechen. Da muss ich dann im Nachgang eine Datei mir mal angucken und gucken, wie sie nachher dann wird. Auf jeden Fall haben wir hier Matchziel-Checkliste Gear zum Matchziel-Checkliste im Pausenmenü, wenn du Hilfe benötigst, die Aufgabe zu erfüllen. Genau, ich habe jetzt mal die Optionstaste gedrückt. Oh, gut, da läuft auch Musik. Also, das ist ja auch die PS4-Version. Ich, wie gesagt, ein gutes sein, ja. Wieso kann ich die Musik nicht ausschalten? Das stört mich jetzt persönlich. Da ich jetzt nämlich nicht weiß, ob die Musik nicht dafür sorgt, dass das rausgenommen wird. Und wird auch das rausgenommen von YouTube, was ich gerade über die Musik drüber wegspreche. Das heißt, was ich am Anfang vorgelesen habe, das große Bild, lief bei Musik.
Eigentlich sollte ja beim Aufzeichnen sein, dass die Musik dadurch nicht aufgezeichnet wird. Obwohl ich es im Creator-Modus natürlich jetzt aushabe. Wie gesagt, die PS4 wird ein Testlauf. Wenn die Musik nachher da ist, dann mache ich nachher im Umkehrschluss. Obwohl, auf der PS5 lasse ich das dann auch so. Es ist halt so. Aber muss ich dann gucken. Auf jeden Fall ist unser Ziel für dieses Match, du musst loslegen wie die Feuerwehr. Führe im Ring eine leichte Kombo gegen Eddie aus. Bleib dran, packe mit einem leichten Griff vorne im Ring. That senton that Eddie always does, it's beautiful to see when you're not on the receiving end, but it sucked being on the other end of that senton. And seeing him taunt me, you know, it kind of boosted me up. It fueled me up to keep going during that match. Wie gesagt, das, was jetzt gerade im echten Clip ausschraffiert wurde, wo jetzt in Ecken WCW steht, war damals die altbekannte Werbung in den 90ern von Slim Jim. Worum ich aber kurz gelacht habe, ist, dass das Gesicht vom Referee in der Zwischensequenz, also der realen Zwischensequenz, ausgeblurrt, also verdeckt worden ist. Also praktisch, ich hoffe, jetzt wird das Video nicht, obwohl ich mache mit den Videos eh kein Geld. Ich hoffe, das Video wird jetzt allgemein nicht gespürt, wenn ich jetzt sage, ausschraffiert, ausgeblurrt, wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf übers WWE Network WrestleMania 20 anguckt, die Main Events oder halt allgemeine Trailers oder Zusammenschnitte, wo Chris Benoit's Gesicht ausschraffiert worden ist. So ist es, wie gesagt, hier ist beim Ringrichter. Und da deswegen habe ich da kurz gerade ein bisschen gelacht, dass das Gesicht vom Ringrichter unkenntlich, jetzt habe ich das Wort unkenntlich gemacht worden ist. Und das habe ich gerade nicht verstanden. Moment, wenn du auf einem stehenden Gegner zuläufst, drück einen Kreis für einen Laufangriff von vorne, okay. Ich blute jetzt schon, dein fucking Ernst. Das wollte ich jetzt natürlich nicht machen, ihn rausschmeißen. Wieso macht er nicht in die Ecke? Diggi. Entschuldigung. Four, five,
Nein, die haben jetzt ein Problem. Da muss ich jetzt Hilfe zu nehmen. Benebelt in der Ecke steht, packe ihn mit Kreis und führe dann mit Vierecke. Wenn der Gegner benebelt in den Seilen hält. Die das noch komplizierter gehen, ganzen Kackmus, ne? Drücke Kreis, um ihn zu packen, und dann L weg vom Gegner mit X für einen weg. Flippt den T. Digga, teilweise kommt die Einbindung zu spät. War zu spät. So, das Kreis und danach links und X. Okay, gekontert. Jetzt scheitert es nur an der einen Pissaktion oder was? I get a drop kick on the back of my head. I was starting to really wonder if I'd be able to win this thing, and was really getting desperate. Ja. So, du kannst Ellie mit weiteren Attacken im Ring noch mehr zusetzen. Greife von allen Seiten an, führe einen Sprunggriff gegen Ellie aus, wenn er im Ring steht. Steht und du auf dem oberen Turnbuckel. Okay.
Combo. Auf dem Combo. Also, okay. 3x4, einmal X. Respect. Wenn der Gegner im Ring steht und du auf dem obersten Seil bist, drücke X für einen Sprungangriff. Vorfalls haben die aus 6 auf Wander, nein. Bisher 3 Trophäen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wie folgt. Match abgeschlossen. Was für ein Sieg. In einem unglaublichen Match hast du die Maske geschützt und dir den Titel des WCW Cruiserweight Champions gesichert. Belohnung. Freigeschaltet Hell in Hell Arena. Freigeschaltet Cruiserweight Gürtel. Freigeschaltet Rey Mysterio. Kann ich die aufgucken? Nein. Rey Mysterio Outfit freigeschaltet. Eddie Guerrero. Und rechts sind halt die ganzen Übergriffe. Oder so. Und so, bevor wir jetzt mit X ins nächste Match gehen oder Dreieck drücken, gehe ich jetzt mit Kreis ins Showcase-Menü. In der Hoffnung. Genau. Das nächste Match bist du, genau. So. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns dann in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen.